Herzlich willkommen zurück zur Welt auf Waschung, Kapitän, Kapitän. Es geht weiter. Diesmal mit Unterstützung. Hallöchen. Hallo. Hi zusammen. Oh, ich muss dich mal ein bisschen leiser machen, weil du bist relativ sehr laut. Die Nudel ist mal wieder zu laut. Die schreit die Leute an. Ja. Ich schrei niemanden an. Diesmal Östergütland durchgeballert. Ich bin schon über den EP schon. Und wir haben jetzt die Halland. Kann ich begrüßen. Juhu, Halland. Bäm. Natürlich ohne Kapitän. Ich denke, die werden uns trotzdem gleich reporten, Nudel. So. Das glaube ich auch. Immer so sagt, Fifi, Leute haben wir jetzt eigentlich hier, die jetzt die Halland haben? Viele. Ich meine von unserem Verein. Zu viele. Okay, danke. Ich glaube 5 oder 6 Leute, oder? Mit Sicherheit. Ja. So, wir bauen jetzt mal schön das Ding aus. Natürlich komplett auf Torpedo trim. Und da muss ich gleich mein Handy ausschalten. Hab vergessen, wieder auf stumm zu stellen. So, Tarnung natürlich. Und bessere, schnellere Torpedos. Bahn, also mal wieder ready sind. Das ist schön, also wieder. So, jetzt kommt ein geiler Kapitän. Mal gucken. Wir haben jetzt eine Grundtorpedoreichweite von 15 Kilometer und Torpedogeschwindigkeit von 19. Ja, also ball ich meinen Kapitän mal hier drauf. Wo ist mein Üsegütler-Kapitän? Da. Es ist schon 19. 200. Boosten. Jawoll. Bäm. Geboostet. So, 95 Knoten und 12 Kilometer Reichweite. Boah. Das ist so super. Muss ich echt nicht beschweren. Langgrad gegen die Moskwa. Ja. Premium-Tarnung kaufen. Lohnt sich das? Nö. Grün. Da kommt doch an, ob du genug Credits hast. Ich habe 7000 und ich brauche nur, das gesehen kostet 5000. Mal gucken. Gibt's... Doch, ich würde sagen. Ah, hier. Warte mal, wo ist die komische Tarnung für... Ah, da, Europa-Tarnung. Da, die will ich haben. So. Also, wie findet ihr eigentlich die Halland überhaupt? Also, für CWs finde ich sie genial. Besonders, wenn man das Ding im kompletten Flugabwehr ausgebaut ist. Ey, das Ding ist auch mörderisch. Und das. Die Östergötland war schon extrem. Aber die ist ja noch. Damit sie nicht ganz so mies drauf sind. Bumm. Schusswartung drauf. Alles drauf. Damit die Gegner nicht ganz so piss sind. Und extrem krass viel Nebel. Wie Flugabwehr. Ach genau, Heim muss auch drauf, das muss drauf, die Dimension muss drauf. Flack, 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 flack. Ja, ich hab vergessen, eine Empfehlung sagt dieses Spiel. Nee, du darfst keine Flugabwehr mitnehmen. Alles klar, läuft. So. Erste Runde Üstergüt. Mal gucken, wie das Ding in Runde performt. Echt mal gespannt. Und du kommst bestimmt mit CV, oder? Oh, dann oder? Nee. Schön. Nudel doch nicht. Ja. Ich bin echt mal gespannt. Schützenmäßig. Gerade 2 vorne. Ach, 2 Sekunden. Das ist jetzt auch Halland, oder was, Nudel? Nein. War geil, ich kann ihn in deinen Nebel verstecken. Ja, ich mache extra, ich habe das mal, wie heißt das, Nebelerzeuger Modifikation 1. Okay. Verlängert die Wirkungsdauer. Damit du längeren Nebel einbauen kannst. Mhm. Wenn du das Legendary Modul hast, kannst du das ja richtig pushen bei der Mino. Boah. Okay, ja. Gut. Fehlt nimmer so viel. So. Nur noch zwei schwüle Schiffe. Ich bin bei Jütland auch und ich habe das Ding nicht weitergespielt. Keine Ahnung warum. Ich habe die, wo ich die EODs gespielt habe, ich fand die so hammergeil. Ist auch sowieso kein CV dabei, von daher. Ach, schade. Ein Radarschiff. Aber Venezias, ganz viele, die Venezias. Wichtig. Ja, bin mal gespannt. Erste Runde Halland. Bin mal gespannt.
Ich hab 6 Kilometer Reichweite, 6 Kilometer Tarnwert. Ui. Na, wie ich. Oh, ich bin direkt geortet. Warte mal, was haben wir? 3-3. Ja, meine ich, komm, lass uns noch hier Richtung A fahren. Was ist davon? Ja, ich will ja bloß erstmal um die Insel rum. Alter, ist das Ding lahmarschig. Na, wahrscheinlich doch noch schneller als ich. Weiß nicht, wie schnell wirst du mit der Halland? Ich bin gerade in einer Kurve, ich kann dir gleich sagen, wenn ich gleich auf maximaler Geschwindigkeit bin. Und also, wenn man auf 36. Wenn man kurz einlenken tut, verliert er gerade extrem viel Geschwindigkeit. Okay. Das Ding sieht ja schon fett aus. Ich hab 22.700, wie viel hast du? Du Scheiße, du hast was viel mehr. Huch. Ich hab mich gerade festgefahren. Okay, ich hab 37,7 Knotenschnell bin ich. Aha. Ich wollte dich bloß auf gleiche Geschwindigkeit rankommen lassen, ja, damit ich. Ja, alles klar. Weil ich so schnell beschleunige. Aber schnell, so schnell ist das nicht. 36,7, das ist ja nicht schnell. Nein, ist wirklich nicht schnell. Nein, aber die Daring ist auch nicht schneller. Ich wollte gerade sagen, Daring ist auch nicht schneller. Boah, ich dachte schon, ich habe den kleinen Fächer, aber den kleinen Fächer geht ja noch schmaler. Alter, ist ja übel schmal. Nicht so schmal wie der von der Daring. Warte mal, T. Ich hau mal Mutterboost rein. Ich fahr mal mit Tuken schneller mal. Engine Boost, Shido, ja. Ich mal hinterher, da runterwärts. Naja. Oder hängt schon was in A drin? Haben wir schon mal eine Moskwa? Was wird. Warte mal, was ist denn auf der Seite? Der da ist der. Henry ist auf. Gewesen. Immer Hydro. Ja, ich. Hat schon mal. Muss die Cover-off sein. Wenn die so schnell da drin ist. Und muss der da drin sein. Ich fahre 39,6 Knoten. Mit ohne Einlenken, ohne alles. Okay, da ist er. Torpedos. Jo. Lass sie ruhig rausfahren. Upsala. Das ist nicht immer ein richtiger Trade, ey. Das hätte ich, glaube ich, nicht erwartet. Na, die Hydro ist halt schon arschig gegen DDs. Ja. So, jetzt haben wir schon mal uns Capture mal. Den beschissensten Zerstörer haben wir schon mal rausgenommen. Das Problem ist jetzt die Moskwa. Ich denke mal, die Moskwa steht genau hinter die Insel. Das ist ja, was ich glaube ich gleich denke. Da fahre ich gleich wieder aus dem Cap raus, fahre ich durch die Mitte und tue die von seitlich torpedieren. Also hier in 3 Kilometer Reichweite steht nichts bis jetzt. Ja, ich denke mal, der bleibt ein bisschen von der Insel weg, da ist sie. Haben wir schon gedacht. Aber hat noch nicht gezündet, das ist schon mal sehr interessant. Ich denke mal, der wird der gleich auch gleich ziehen. Wenn ich da so sehe, Kufis fährt einfach in Richtung D-Cap einfach so easy rein. Moskwa gibt wieder Gas. Er wird mich jetzt hassen. Kurfürst? Ja. Er sieht mich nicht. Aber ich sehe, guck mal, die Yamato, die ist bei 10. Was habe ich denn aufgedeckt? Die, wenn ihr unsere Yamato seht, die sind Reihe B und bei 10. Wow, hier kommt ein Sonder um die Ecke gespaced. Er wird gleich hinter die Insel fahren, ja, anscheinend. Und da ist der Kuhfürst. Das sind ein paar Zivinizias. Davon habe ich ja Schiss.
Das war klar. Ach du Scheiße, ach du Schande. Der Kuf ist kommt hier um die Ecke gefahren. Was ist da raus? Ich hab schon auf die Handy abgeschmissen schon. Ich dachte, der Kuf ist wieder hinten bleiben. Shit, das hätte ich, hab ich überhaupt nicht erwartet. Aua. Ich habe Handy aber erwischt. Mit 3 Torpedotreffer. Aha. Aus. Weg. Ha! Aua. Da habe ich gerade ein bisschen Lucky gehabt. Aber Hydro läuft bei den Kurfürsten. Komm nicht so nah ran, hier ist noch der die Moskwa, der Radar gezogen hat gerade. Au. Aber Kufis flüchtet aber außer Henry. Mach ich gleich mal wieder auf. Jetzt hat der Moskwa jetzt doch gerade da gezündet. 400 Meter Spielraum jetzt. Wenn uns mobben und zerstören, dann teilweise richtig. Alles ob. Schön, danke. Würde schon sagen. Ja, Henry fährt rückwärts. Sie haben noch nur die Gearing und nur noch die Halland. Ja, die Gearing ist oben. Bei H3. Okay. Nur sie sagen nur noch die Halland irgendwo. Die war noch nicht offen. Ja. Gucken, Torps. Oh, die Torps treffen eventuell wieder die Henry. Aber mit diesem Glück verbunden. Dein Nebel hat auch gelaufen. Schweineklapp vorbeigezogen, aber wirklich Millimeter nur. Bitte pass auf wegen der Henry. Alter, wir haben in der Mitte ist nur noch die Shima. Warte, ich sehe da gleich einen Kurznebel. Ich hab selber einen 10 Sekunden Nebel. Ja, du kannst auch noch kurz warten, bis ich meinen gesetzt habe. Ich hab doch so viele. Okay. So, ich habe wieder Tops in Richtung Henry abgeschmissen. Dann hole ich mal meinen nebenbühlen Captain mal für uns. Schön. Baby, a triple! Oh, hat dich gekriegt noch? Ja. Komm, da und die Montana hat mich, glaube ich, weggeklatscht, oder? Nee, ich glaube, das war Henry. Nee, das war der Henry. So, dann hole ich mal die Captain mal. Also, das ist eine richtig schöne Runde. Aber hier merkt man wirklich die nächste hohe Nachladezeit jetzt bei den EUDDs. Das habe ich jetzt geklappt mit 1 Minute 20 jetzt. Also was vorher viel weniger war immer. Vinicius ist gerade extrem gerade am Pushen, das gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Wir schmeißen Nebel. Aber die Einzeltorpedos sind halt in solchen Situationen immer wieder geil. Ja. Finde ich teilweise auch so hammergeil. Vor allem hast du ja bei der Shower gesehen. Mhm. Der hat schon alles ausgesetzt gehabt, weil er dachte, da kommst nur du. Oh, hallo Shima. Mal gucken. Jetzt da ein Türchen und dein Türchen. Leute, die Hand ist da oben. Okay. Ja, der macht gerade die Stalingrad platt. Ah, das kann sein, wir sind. Oh, ich habe Vinicius getroffen. Nice.
Mir ist das am Flüchten. Gleich auf die Zonnerer ein paar Torps abschmeißen. Zonnerer bitte kommt mir mal langsam mir ein bisschen zu nah. Der wird es auf die Minotaur-Abzieher haben, der Thunderer. Ich habe ihn trotzdem mal abgeschmissen mal. Oh, toll. Down. Komm, kann ich über den Berg schießen? Nö. Die Reichweite 10 Kilometer ist auch nicht wirklich dolle. Boah, das Ding kommt aber braucht lange zu beschleunigen. Ach du Schande. Also die hat dann, ich lass mir die Hallen Tannant sein. Aber cooles Schiff. Ist ein bisschen träge, Bestreitung ist eher beschissen, aber sonst ist es irgendwann kein schlechter Zerstörer. Ich glaube, die Halland muss immer auf Vollgas fahren. Mhm. Ich finde auch die IUDDs, finde ich persönlich, du musst mehr auf offenes Gewässer spielen. Weil die Torpedos so schnell sind, musst du immer da spielen, wo nicht so viele Inseln sind, wo die Torps wirklich 100% immer einschlagen können. Das ist richtig, ja. So guckt man vorher. Außer du hast halt natürlich Glück und schießt gerade an der Insel scharf vorbei und es fährt da halt einer gerade rein. Ja. Ich habe zwischen beiden Inseln die Venizia getorbt und ein Torpedo hat getroffen. Ja, eben. Okay, Damage ist nicht doll, ich habe nur 34.000 Schaden, aber... Gut, fürs erste Spiel, man muss sich ja auch erstmal dran gewöhnen. Ja, das stimmt. Oh! Hände wurde in Gieren gekillt, auch nicht schlecht. Was ich ein bisschen schade finde, die Türme, also die Türme nicht 360, also meine Hinterturm nicht kein 360 Grad Turm ist. Und gewonnen. Nice. Erste Runde, cooles Schiff. Ich habe ja schon Ewigkeit schon angedeutet. Ich werde die EUDDs wieder resetten. Ich tue wieder neu wieder hochspielen, weil die. Vielleicht direkt wieder zurücksetzen, ja, bitte. Weil die Dinger, die Baum machen mir so viel Spaß, ey, das ist so dämlich. Ah, Vierter ist ganz solide, muss ich sagen, gerade. Ich bin nicht ganz so zufrieden, aber Hayas. Ja, du wurdest da so halt von der Henry, ja, gefressen gehabt. Deswegen, genau. Okay, ich bin irgendwo im Mittelfeld. Ich konnte, sagen wir mal, ich habe ein paar Caps geholt, Torpedos haben ein paar getroffen, nur so 4 Stück nur. Mal gucken, Torpedoschaden. Venizia 9000. Henry mit 3 Torpedos 20.000. Ja. Ja, dafür haben wir schon die Cover rausgeballert, was so schön ist. Aber gut. Na, da hat er 18.000 von mir gefressen. 4.000 durch eine Salve von Granaten. Mhm. Und die restlichen 14.000 durch ein Torpedo. Genau, und es ist ja noch die mal 2% ja noch. Zack. Nee. Doch. Achso, du meinst Reset. Genau, Resetten sind mal 2. Deswegen. So, wir wollen hier resetten. Boah, 33 Millionen kriege ich wieder zurück. Nice. Geil. Finde ich cool. Und wir insgesamt, wenn ich alles mal neu erspiele, kriege ich nochmal 20.000 Forschungspunkte. Weiter. Den Zweig zurücksetzen, sind sie und die Siegbonus erhalten. Jawoll. Bäm. Komplette Baum durch resettet. Ich will, ich habe hier ein bisschen paar Free XP. Ich tue mal bis Stufe 6 mal wieder mich ein bisschen hocharbeiten. Erstmal können wir das im Video noch machen, schnell. Zurück. Erforschen. Jawohl. Nee. Nein. So. Schiff erforschen. Nicht kaufen. Ja, ich tue einmal gerade ein bisschen rüber scrippen. So Stufe 6. Dafür sind ja. Ich finde, dafür sind Free XP da. So. Stufe 6 Schiffe. Also Stufe 7er Schiffe. Ich glaube, Stufe 7 macht mir mehr Spaß. So. Ja, natürlich ohne Kapitän. Bäm. Wir sagen, da sehen wir uns bald wieder mit den 7er Zerstörer wieder von EU-DDs. Will mal ein Schiffchen noch ausbauen, ja.
Also dafür, ich habe Glück noch, ich habe dir noch die Kapitäne dafür. Außer für die Öl-Klauen habe ich nicht. So, Scanny-Kapitän, jawohl. Zack. Gleich den kleinen 10er-Kapitän draufgezimmert. Glaube ich. Ja, komm, die Ruderschätze halt reinknallen. So. Zack. Und zack. Und wir sollen noch die Titanen draufzimmern. Was man jetzt sich erspielt hat. So, wir sagen, in der nächsten Folge sehen wir Stufe 7. Wir sagen, wünsche euch noch schönen Tag, noch schönen Abend. Und wie gesagt, die Halland, habe ich schon gesagt, wenn ich ein Schiff habe, tue ich wieder resetten und kriege die ganzen. Ach, scheiße, ich muss den 6er kaufen, um die Bonus zu kriegen noch. Scheiße. Und eine Runde fahren. Stimmt, ich muss den 6er. Ich muss den 6er spielen. Stimmt, ab Stufe 6 musst du spielen erst. Ich bin so froh, ich war so froh, auf den Siemer zu haben. Wie viel für den 6er an Kapitän? Dreier, ach komm. Entlassen. Nehme ich den hier. Da sind übrigens 3 Perks. Und wir sagen, haut rein, bis nächstes Mal. Tschüsski. Tschüss. Ciao.